Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Katja Bull. Ich bin Marketing bei Trend Micro. Vielen Dank, dass Sie sich heute für unsere Webinar-Serie Let's Talk IoT eingewählt haben. Nachdem wir Anfang des Monats leider technische Probleme hatten, geht es heute jetzt aber weiter mit der Episode, wo ich prüfe, wer sich mit dem Netz verbindet. Und heute schaut es aus, als wenn die Verbindung viel besser wäre, was mich natürlich sehr freut. Bevor wir mit der Session anfangen, möchte ich Sie noch auf ein paar Housekeeping-Regeln aufmerksam machen. Der ein oder andere kennt das Spiel ja schon. Sie sind alle automatisch auf stumm geschaltet. Aber natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns Fragen schicken, weil wir die Session sehr gerne interaktiv gestalten möchten. Das heißt, es gibt dieses Q&A-Fenster. Auf Deutsch ist, glaube ich, F&A. Wenn es nicht offen ist, können Sie unten auf das kleine Quadrat klicken, dass es aufgeht. Und es wäre super. Ich hatte heute schon sogar eine Information, einen guten Morgen bekommen. Vielen Dank dafür. Aber vielleicht kann der eine oder andere trotzdem noch mal uns kurz mitteilen, ob Sie das schön finden, dass es so heiß ist, oder ob Sie es eher kühler gerne mögen, damit wir einfach sicherstellen. Also ich bin in der heißen Fraktion auf jeden Fall. Ich mag das viel lieber, die Sonne, Sommer, Sonnenschein. Hat mir aber nichts da, nichts da. Genau. Und habe mir aber allerdings jetzt gestern, vorgestern einen Ventilator bestellt, weil ich mir dachte, so im Homeoffice, wo es keine Klimaanlage gibt, ist das sicherlich eine gute Sache. Genau, also heiß oder kalt. Wer ist für was? 15 Grad, auch nicht schlecht. Fraktion Sommer, yes, bitte warm. Ich sehe schon. Kalt, na gut, also ist ja fair enough. Jeder soll ja seine eigene Meinung haben, auch bei uns. Genau, also Q&A-Funktion funktioniert sehr schön. In der Leiste unten haben Sie auch noch die Möglichkeit, den Media Player an- und auszuklicken. Sehr super, wenn Sie den anklicken, weil der ganze Stream geht nämlich über den Media Player. Den können Sie sich auch noch größer ziehen. Und Sie können auch, wenn Sie wollen, gerne per E-Mail eine Nachricht an mich schicken. Wenn Sie irgendein Thema haben, dann kümmere ich mich da sehr gerne drum. Gegebenenfalls, wenn ich es nicht selbst beantworten kann, einen Ansprechpartner für Sie finden. So, an meiner Seite ist für die Session Let's Talk IoT, das kennen Sie ja schon, Udo Schneider, unser Moderator für die Session. Udo, einen wunderschönen guten Morgen auch dir. Wie geht's dir denn so? Und ich habe ja schon verstanden, du bist für die kalte Fraktion, deswegen geht's dir dann Ja. trotzdem gut. Also, mir geht es perfekt, nur bei dem Wetter habe ich das Problem. Mich gibt es halt nur in Kalkweiß und Krebsrot. Deshalb bin ich ja nicht so für die Sonne. Okay, Sonnencreme ist keine Option. Na Ja, so gut. Lichtschutzfaktor 60 dick aufgetragen, hilft 10 Minuten lang. Oder Sonnenschirm. Na gut. Aber wir wollen ja jetzt nicht nur über das Wetter reden heute und über den Sommer und Sonnenschein. Nochmal herzlich willkommen für alle, die jetzt gerade dazugekommen sind. Es geht heute um die Webinarserie Let's Talk IoT. Heute mit der dritten Episode. Drum prüfe, wer sich mit dem Netz verbindet. Durch das Webinar wird Sie mein Kollege Udo Schneider, der ist IT-Security-Evangelist bei Trend Micro und schon seit über 10 Jahren in unterschiedlichen Rollen bei Trend tätig. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Ihnen wünsche ich allen viel Spaß und Udo, the stage is yours. Dann fange ich einfach an. Vielen Dank für die Einführung. Und ich muss mich natürlich nochmal entschuldigen bezüglich letzter Woche. Irgendwie gab es dort, ich sag mal, technische Probleme, wo mir nicht so ganz klar ist, wo die herkommen. Gut, ist eine andere Geschichte. Thema der heutigen Session ist, darum prüfe, wer sich mit dem Netz verbindet. Und das geht im Grunde genommen auf eine Anfrage zurück, die ich von einem Teilnehmer der letzten Session bekommen habe, wo es halt ich sag mal, kleine IoT-Geräte geht und wieso die überhaupt ein Sicherheitsrisiko darstellen, wieso die Hersteller es denn nicht besser machen und was man dann da machen könnte. Und als ob man es abgesprochen hätte. Nein, ich hatte da meine Finger nicht drin. Wenn Sie es vielleicht verfolgt haben, letzte Woche ging über diverse Medien berichtet, dass ein SDK für WLAN-Überwachungskameras gehackt worden ist und oder nicht gehackt worden ist, dass dieses SDK eine Sicherheitslücke enthalten hat. Was bedeutet hat, dass jeder Hersteller, der auf diesem SDK aufgesetzt hat, auch diese Sicherheitslücke hat. Und das spielt natürlich so ein bisschen in die Richtung, kann ich den großen, günstigen IoT-Geräten vertrauen? Wie mache ich das mit Patching? Wie mache ich das mit Updates, solche Geschichten? Und, just in dem Moment fiel halt vorletzte Woche unsere Webex aus, auch zu dem Thema. Das heißt, ich würde das heute auf der Tonspur noch ein wenig anders machen, als es ursprünglich geplant war. Und würde Ihnen einmal ein wenig was erzählen zum Thema, ich nenne es mal IoT, also Service-Plattform. Also was es dort gibt, worauf man dort achten kann. Wieso auch teilweise aus Security-Sicht,
ich sag mal, nicht fragwürdiger, aber zumindest Entscheidungen, oder Designentscheidungen, die man aus Security-Sicht zumindest interessant findet, wieso diese so getroffen wurden, wie sie sind. Anfangen möchte ich mit, ich sag mal, wie soll ich sagen, ganz klassisch, mit Flurfunk. Das heißt, wenn wir heute über Dinge sprechen, speziell auch über, ich sag mal, über Geräte, die nach Hause telefonieren, hat das ja immer so ein bisschen, also speziell in der IT-Security, so einen schlechten Beigeschmack. Und ich möchte, wie gesagt, möchte heute einfach in der Session ein wenig was erzählen, wieso teilweise diese Dinge so sind, wie sie sind. Ich möchte sie nicht weder verteidigen noch wirklich supporten, aber einfach mal auch aus einer anderen Sicht zeigen, wieso heute einfach einige Designentscheidungen im IoT so getroffen werden, wie sie getroffen worden sind. Und vielleicht, um es ganz zusammenzufassen, um es sehr schnell zu machen, wenn Sie überhaupt keine Zeit haben, also das too long, didn't read, die Zusammenfassung, werden heute ein bisschen über Tuya sprechen. Tuya ist ein der größte oder ein sehr großer Hersteller von einer IoT-Service-Plattform. Und bitte verstehen Sie mich nicht falsch, das Ganze soll kein Tuya-Bashing werden. Das heißt, ich werde hier nicht auf Tuya rumreiten, wenn ich sage, Tuya macht einen schlechten Job, weil das machen sie nicht, muss man fairerweise sagen, sondern würde Tuya einfach mal ganz, ganz grob als Rahmenwerk, als Referenz nehmen, wie man denn so eine IoT-Plattform implementiert. Ich werde mich bewusst nicht eins zu eins an deren Referenzimplementation halten, sondern mein Ziel ist eher, dass sie verstehen auch, woher einige dieser Entscheidungen, diese Designentscheidungen, die uns aus Sicherheitssicht, ich sag mal, Bedenken machen, denn auch wirklich kommen. Das heißt, wir werden über Tuya sprechen. Was ist überhaupt IoT as a Service? Ist es überhaupt unsicher? Und da würde ich ganz gerne die Sichten wenig wechseln auf die des Entwicklers oder des Designers von solchen IoT-Produkten, dass man auch mal versteht, wie kommen solche Sachen zustande, solche Designentscheidungen. Aber letztendlich natürlich auch ein bisschen sprechen, würde ich auch, wenn man solche Geräte hat, wenn man solche Geräte einsetzen muss, wie kann ich sie trotzdem sicher einsetzen? Wie kann ich sie sicher betreiben? Und letzten Endes, das ist so ein bisschen das Bonmot am Ende, wie kann ich durch Unsicherheit die Geräte sicherer machen? Ich denke, einige von Ihnen ahnen vielleicht noch, worauf es rausläuft, aber wie gesagt, es ist so ein bisschen das Bonmot am Ende. Für diejenigen von Ihnen, die Tuya nicht kennen, Tuya ist eine chinesische Plattform, muss man dazu sagen, eine IoT-Service-Plattform. Das heißt, Sie können sich auch ganz normal bei Tuya einen Account anlegen. Die Idee von Tuya, finde ich, ist sehr gut. Auch das Geschäftsmodell von Tuya ist sehr gut. Tuya bietet im Grunde genommen IoT als Service an. Das heißt, Sie bekommen bei Tuya vorgefertigte Chips, vorgefertigte Packages, wo Sie im Grunde genommen nur noch Ihre eigene, ich sag mal, IoT-Hardware anbinden müssen. Das heißt, die ganzen Mikrocontroller sind gebaut, sind geflasht. Ein Großteil des Software-Stacks, das auf dem Gerät läuft, kommt von Tuya. Die mobilen Apps, mit denen Sie halt Ihre Lichter, Ihre LED-Panels, Ihre Thermometer etc. verwalten können, kommt von Tuya. Das gesamte Cloud-Backend, was komplett, ich sag mal, mandantenfähig ist und komplett user-autorisiert ist, kommt von Tuya. Das heißt, wenn Sie Stand heute, ich bin mal ganz böse, Sie wollen heutzutage günstig LED-Strips auf dem deutschen Markt anbieten, dann ist das Einzige, was Sie brauchen, ist nur noch Ihren Markennamen. Das heißt, Sie bekommen dann über die Plattform, die Tuya anbietet, bekommen Sie die LED-Strips, vielleicht sogar mit Ihrem Logo drauf. Sie bekommen eine komplett in Ihrem Branding gebrandete Mobile-App. Sie bekommen einen entsprechenden Mandant auf der Backend-Plattform, sodass Sie halt wirklich komplett, im Grunde ohne wirklichen Entwicklungsaufwand, Ausnahme, wenn Sie eigene Hardware anbinden möchten, im Grunde IoT-Geräte anbieten können, inklusive aller Vorteile. Das heißt, Sie müssen halt nicht sich selbst eine Plattform, ich sag mal bewusst, zurechtfrickeln, weil so eine IoT-Plattform zu erstellen ist komplex. Da gehört eine ganze Menge dazu, werden wir auch gleich sehen. Sie müssen sich nicht damit auseinandersetzen, wo bekomme ich jetzt die Chipsets her, wo bekomme ich die Platinen her. Wenn Sie halt Standardprodukte haben wollen, können Sie die einfach zum Katalog nehmen. Wenn Sie eigene Produkte haben wollen, dann bekommen Sie halt, ich sag mal, einen Embedded Device, sprechen wir gleich noch drüber, wo Sie halt, ich sag mal, über GPIO, also über Pins oder über I2C oder was weiß ich, Ihre eigene Hardware anbinden. Und ein Großteil des Rests, das was wirklich Entwicklungsarbeit bedeutet, das was wirklich Aufwand bedeutet, das Ganze auch, ich sag mal, im Backend zu betreiben, bekommen Sie, wenn Sie wollen, komplett schlüsselfertig von Tuya. Das heißt, Tuya ist dort wirklich, also aus meiner Sicht, eine super interessante Plattform. Und ich habe, wie gesagt, als Beispiel rausgenommen, oder das Beispiel rausgepickt, um einfach mal zu zeigen, wie so einige, ich wiederhole mich schon wieder, einige Designentscheidungen aus Security-Sicht zustande kommen. Und wieso sie eigentlich in vielen Fällen gar nicht anders machbar sind. Das heißt,
Ich möchte ganz konkret auf einen Use Case zurückkommen, den wir, glaube ich, beim letzten Mal auch besprochen hatten, dieses smarte Thermometer. Ich habe hier mal 1:1 die Slides aus dem letzten Webcast mal wieder wiederholt. Das heißt, wir haben uns einmal so ein Smart Thermometer angeschaut, haben uns mal die Kommunikationsbeziehungen angeschaut, also das Device selber kommuniziert mit Wi-Fi, mit Mobile Device, kommuniziert mit Bluetooth, mit Mobile Device, kommuniziert dann später über Wi-Fi mit einem Backend, das Backend kommuniziert, das Backend wäre in dem Fall auch die Tuya Cloud, das Backend kommuniziert mit einem Sprachassistenten, also Alexa oder Google oder Apple. Und das Interessanteste daran ist eigentlich, dass so ein paar Security-Dinge auffallen, wo man sagt, okay, Bluetooth ist erstmal in vielen Fällen ein schwaches Pairing. Und das ist jetzt mal ganz, das ist jetzt nicht konkret Tool, sondern ganz allgemein, wie man das Ganze macht. Wenn Sie das Gerät einrichten übers Handy, geben Sie Ihr Wi-Fi-Passwort am Handy ein. Das Wi-Fi-Passwort wird dann über Bluetooth auf das Gerät übertragen, damit das Gerät selber überhaupt das Wi-Fi-Passwort hat. Sobald es das Wi-Fi-Passwort hat, kann es halt dann auch an seine Cloud konnektieren. Die Verbindung Richtung Cloud ist eigentlich in allen Fällen, die mir soweit bekannt sind, bidirektional. Das heißt, sie wird zwar vom Gerät selber intern aufgebaut, aber ist dann aber in beide Richtungen zu nutzen. Sprechen wir auch gleich noch mal drüber. Das heißt, es sind einfach Dinge, die aus Security-Sicht, man sagt so, kann man das denn nicht anders machen? Und genau diesen Ansatz, kann man das denn nicht anders machen, würde ich heute ein wenig ansprechen, um das Ganze nämlich ein wenig aus Entwicklersicht einmal zu sehen oder aus Entwicklersicht anzusprechen. Und anfangen möchte ich mit den Referenzplattformen. Referenzplattform in dem Kontext heißt, wenn Sie Stand heute ein IoT-Gerät bauen, meinetwegen komplett from scratch selber, also ohne irgendwelche Hilfe, dann müssen Sie ja normalerweise, irgendwas an Hardware-Plattformen benutzen. Und es ist insofern interessant, wenn man sich das Ganze mal wirklich anschaut und man heute über Hardware-Plattformen spricht, dann denken die meisten halt erstmal an beispielsweise an sowas wie einen Raspberry Pi. Das heißt, die meisten denken, ich hoffe, das kann man sehen, denken an sowas, das ist ein Raspberry Pi. Ich glaube, das ist jetzt ein Dreier oder ein Vierer, keine Ahnung, müsste ein Dreier sein. Ist das ein Dreier Raspberry Pi? Ja, darauf kann ich doch IoT-Funktionen bauen. Ja, können Sie, wenn Sie beispielsweise das Ganze für eine private Installation machen wollen. Das heißt, hier drauf irgendeinen Node-RED oder irgendeinen Home-Automatisierungs-Service drauf zu bauen oder per GPIO oder IC2 Temperaturpins anzulöten oder anzustecken und darüber auszuwerten. Ja, wenn ich das Ganze für einen Heimbetrieb mache, ist dann Raspberry Pi okay. Was man nicht vergessen darf, ganz allgemein, ist, dass der Raspberry Pi niemals eigentlich dafür gedacht war, als Entwicklungsreferenzplattform für industrielle Produktion zu dienen. Das heißt, das ganze Hardware-Setup, das ganze Spannungs-Setup von so einem Raspberry Pi, die Empfindlichkeit, was Spannungsspitzen angeht, was Staub, was Vibration angeht, ist bei so einem Device auch nicht gegeben und war auch nie so geplant, muss man dazu sagen. Das heißt, wenn man mit der Raspberry Pi Foundation sich das mal wirklich anschaut, das ist ein Einplatinencomputer für Kids, für Jugendliche, für interessierte Erwachsene zum Basteln gedacht. Dafür ist das Ding ursprünglich gedacht. Das heißt, daraus eine Hardware-Referenzplattform zu bauen für ein kommerzielles Produkt, ist nicht wirklich sinnvoll. Zumal die Größe natürlich auch relativ groß ist. Hilft jetzt nicht wirklich, wenn man sich anschaut, ich habe jetzt hier mal einen Raspberry Pi Zero genommen. Das ist im Grunde genommen die gleiche Plattform wie der Raspberry, nur halt deutlich kleiner. Sie sehen vielleicht, haben oben noch diese Stiftleiste. Das heißt, das ist etwas runtergestrippt. Aber auch das ist normalerweise nicht dazu gedacht, um als Referenzplattform für kommerzielle Entwicklung zu dienen. Zumal Sie die ganzen Hardware- und Board-Designs von dem Raspberry Pi nicht bekommen. Es gibt von Raspberry ein Raspberry Pi Compute Module. Das ist teilweise, je nachdem, von wem Sie es kaufen, ist es durchaus für den Industrieeinsatz vorgesehen, ist auch durchaus mit entsprechenden Verfügbarkeitsfristen, Verfügbarkeitsgarantien versehen. Aber letztendlich, der Raspberry Pi, so wie die meisten von Ihnen von uns kennen, ist eigentlich nicht für erstmal als Referenzentwicklungsplattform gedacht. Das heißt, ich kann das Ganze später nicht von der Hardware-Plattform her für meine finalen Produkte nutzen. Ich kann zwar vielleicht darauf entwickeln, kann vielleicht damit anfangen, aber wenn es letztendlich darum geht, das Ganze auf die Hardware anzupassen, mit der ich auch wirklich später in Produktion gehen möchte, ist dann Raspberry Pi eigentlich nicht geeignet. Das Zweite ist, das halte ich auch mal in die Kamera, wäre ein BeagleBone. In dem Fall ist es ein BeagleBone Black. Sie sehen, vielleicht ist ziemlich vergleichbarer Formfaktor
zum Raspberry, ich muss nur schauen, dass das Licht hier nicht zu sehr blendet, zum Raspberry. Der BeagleBone Black ist ein bisschen weniger leistungsfähig von der reinen Prozessorgeschwindigkeit als ein Raspberry. Bekommen so ein BeagleBone auch mit Wi-Fi, mit Bluetooth, an und dran. Das Interessante an dem BeagleBone oder an den BeagleBones, ganz allgemein gibt es mehrere von, ist die Tatsache, dass die gesamte Hardware, das ganze Hardware-Design komplett Open Source ist. Das heißt, sie bekommen zwar nicht die Chips, die da drauf sind, als Open Source, aber das gesamte Hardware-Design, die ganzen, ich sag mal, Platinenpläne, die ganzen Referenzdesigns sind komplett Open Source, können sich bei GitHub anschauen, können jetzt mal eigene BeagleBones produzieren, das ist sogar so gewünscht. Das heißt, sie bekommen von der BeagleBone Foundation, bekommen sie die gesamten Schaltpläne an und dran, die gesamten Platinenpläne, können damit eigene BeagleBones erstellen. Das Einzige, was sie halt nicht dürfen, sie dürfen das Ding dann halt nicht, ich sag mal, offiziell BeagleBone, also BeagleBone irgendwas nennen, sondern sie müssen halt sagen, gut, das ist halt basierend auf dem BeagleBone-Design irgendwas. Aber dann können sie im Grunde die Hardware komplett selber herstellen, können die Platinen anpassen, können Komponenten runterlassen, die sie nicht haben wollen, beispielsweise wenn sie kein Ethernet-Port brauchen, dann können sie auch den Ethernet-Transceiver von der Platine runternehmen, spart einfach Platz. Das heißt, hier haben sie einfach die Möglichkeit, auf einer Standard-Hardware, die sie überall im Elektronik-Store kaufen können, anzufangen und später exakt die gleiche Hardware-Plattform, minus der Komponenten, die sie nicht brauchen, später selber in Produktion zu geben. Auch den BeagleBone, sehen vielleicht, der ist recht groß, ist schön zum Experimentieren, haben schöne viele Pin-Leisten, aber auch einen BeagleBone gibt es, ich sag mal, als kleinere Version. Das ist dann so diese Größe. Ich gehe jetzt mal näher ran, obwohl Sie dann nicht wirklich viel sehen, weil die Kamera unscharf wird. Aber das große Ding hier in der Mitte, das ist im Grunde genommen der gesamte BeagleBone auf einem Chip. Das heißt, es gibt einen Hersteller, der hat sich hingesetzt, hat die ganzen einzelnen kleinen Chips, die vorher auf der Platine verteilt waren, in einem großen Chip kombiniert. Das heißt, Sie brauchen im Grunde genommen nur noch diesen einen Chip und haben die komplette Funktionalität eines BeagleBones. Der Grund, wieso die Platine immer noch so groß ist, ist, dass auf der einen Seite muss der SD-Kartenslot draufpassen und sie kommen gar nicht anders an die ganzen Pins ran. Das heißt, streng genommen, wenn sie wirklich nur die Funktionalität brauchen von so einem BeagleBone, reicht dieser Chip. Und im Vergleich zu einem Raspberry Pi zum Beispiel hat er auch einen entscheidenden Vorteil, dass sie auf diesem Chip eingebauten Flash-Speicher haben. Sie kennen das vielleicht von einem Raspberry Pi, der bootet halt immer von einer SD-Karte oder von einem USB-Stick. Das heißt, sie brauchen halt immer eine USB-Karte und einen USB-Stick. Das ist ein weiteres, ich sag mal, Bauteil, das auf der Platine sein muss, was vielleicht kaputt gehen kann, wo Schwingungen drankommen, wo Staub reinkommt. Und bei so einem BeagleBone zum Beispiel ist Flash-Speicher in dem Chip selber integriert. Das heißt, sie brauchen nicht mal mehr einen SD-Kartenleser oder einen USB-Slot. Aber auch hier, selbst wenn ich jetzt mal die beiden sehe, sind das halt für den Einbau in USB, in IoT-Geräte immer noch relativ große Bauformen. Und jetzt muss man sich überlegen, sowohl so ein BeagleBone Black als auch, oder BeagleBone ganz allgemein, als auch so ein Raspberry laufen ganz normal mit, ich sag mal, mit ARM-basierten Betriebssystemen. Das heißt, da läuft in den meisten Fällen läuft dann Linux drauf. Ist natürlich super schön, weil sie sehr viele Entwicklungsprozesse, Entwicklungstools nutzen können, die aus dem Linux-Bereich kommen. Aber die große Frage ist, brauchen Sie das wirklich? Brauche ich wirklich ein full-blown Linux auf einer, ich sag mal, auf einer smarten LED-Lampe, um es mal ganz böse zu sagen? Und in vielen Fällen lautet die Antwort, nein, brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich nur keinen vollständigen Computer, also nicht CPU mit Speicher und Massenspeicher und so dran, Linux, sondern ich brauche im Grunde genommen eigentlich nur einen Mikrocontroller, der halt ein paar Pins abfragen kann und ich sag mal, Daten auswerten kann und vielleicht noch über ich sag mal, Wi-Fi oder Bluetooth oder wie immer kommunizieren kann. Und wenn wir über Mikrocontroller sprechen, das, was heute eigentlich die meisten kennen, sind die Arduinos. Ich habe hier mal so ein Arduino Uno genommen und sehen vielleicht hier unten, das ist der eigentliche Mikrocontroller. Das heißt, sehen vielleicht auch, der ist relativ klein. Der Rest vom Board ist im Grunde wirklich nur so groß, weil sie die Pinleisten brauchen, um dort an die entsprechenden Kontakte zu kommen. Sie haben Stromversorgung, sie haben Spannungsregler, aber der eigentliche Mikrocontroller, das, was wirklich die ganze Arbeit macht, ist dieser kleine Chip hier unten. Und der ist auch nur so groß, weil der auf dem Board gesockelt ist. Ist eine alte Bauform. Wenn Sie Stand heute so einen Atmel-Mikrocontroller haben und den wirklich so klein wie möglich haben wollen, dann hat der eine Kantenlänge von 4-5 Millimetern. Das heißt, es ist wirklich so ein ganz, 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 ganz kleiner Nupsi. Und das ist schon eine Größe, die man beispielsweise in eine LED-Lampe einbauen kann.
Jetzt hat natürlich so ein Arduino normalerweise den Nachteil, dass der, zumindest der kleine, defaultmäßig macht kein Bluetooth, macht kein Wi-Fi. Aber auch das lässt sich lösen. Ich zeige Ihnen jetzt mal eine andere Referenzplattform. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist so ein, das nennt sich M5-Stick-C. Das ist wirklich eine Entwicklungsplattform als Referenzplattform. Das ist jetzt kein Atmelder drin als Mikrocontroller. Das ist ein Expressiv, habe ich gleich auf das Slide. Das ist jetzt wirklich ein wichtiges Gerät, auch ein paar Millimeter Kantenlänge, wirklich mit eingebaut, Wi-Fi, mit Bluetooth. Ich hoffe, man kann das vielleicht hier sehen, wenn ich das bewege, dreht sich auch dieses Rechteck da drauf auf dem Display. Das heißt, mit Beschleunigungssensor, teilweise mit Temperatur, drum und dran. Und das ist das gesamte Package. Und hier, das Package ist so groß, weil sie A, noch eine Batterie drin haben und B, das Display. Der eigentliche Controller an sich ist paar Millimeter Kantenlänge. Und das sind wirklich Referenzplattformen, die ich nicht nutzen kann. Und das sind halt auch Plattformen, die ich beispielsweise vom Größenverhältnis mal in so eine LED-Lampe einbauen kann. Das heißt, wenn ich wirklich einen kleinen Chip habe, der im Grunde nur noch eine stabile Spannungsversorgung braucht, den kann ich durchaus in so ein Lampengehäuse einbauen. Und Sie kennen das vielleicht selber, wenn Sie so LED-Strips haben als Beispiel. Dort ist der eigentliche Controller, ich meine, der wird ja über USB mit Spannung versorgt, der ist nicht größer als ein kleiner USB-Stick. Und genau da drin steckt halt der Controller, der macht WLAN, der macht Bluetooth, der macht Beschleunigungssensorik, der hat teilweise Mikrofone, wenn Sie es aktiviert haben. Der hat, ich sag mal, also verschiedenste Sensorik und die können Sie halt wirklich nutzen. Das heißt, aus Sicht, jetzt, wie gesagt, ich komme aus Sicht des Entwicklers, wenn ich anfangen will als erstes, brauche ich eine Hardware-Plattform. Und das Interessante ist natürlich, wenn ich über die Hardware-Plattform spreche, so, einmal kurz so machen, dann muss ich halt auch schauen, was gibt es da wirklich. Und wie gesagt, wir hatten halt die Raspberries uns angeschaut, wir haben die BeagleBones angeschaut, wir haben es hier vielleicht nochmal als Referenz. Hier haben wir nochmal diesen Arduino Uno und Sie sehen vielleicht unten auf dem Board in der Mitte unten dieser kleine Chip. Das ist der Chip, ich sag mal, in einem kleinen Format, also nicht in dem leicht zu montierenden Format, wie ich ihn hatte. Der ist natürlich schon deutlich einfacher, ich sag mal, in eine kleine LED-Lampe einzubinden. Und auch die ESP-Plattform sind halt deutlich kleiner. Sie sehen halt hier einfach mal zwei noch ältere Plattformen, wo halt alles in einem einzigen Gehäuse drin ist. Das ist dann wirklich ein Chip, da haben Sie einen Mikrocontroller drin, da haben Sie Speicher drin, da haben Sie WLAN drin, da haben Sie Bluetooth drin, da haben Sie, wenn es bei den Großmodellen haben Sie teilweise LoRaWAN drin, also wirklich Funkstellen oder Zigbee noch und nöcher. Das ist eine Größe, die ich durchaus in einem IoT-Gerät verbauen kann. Aber jetzt habe ich nur noch die Hardware. Das nächste, was ich brauche, ist ja normalerweise, ich brauche ein Stück Software, das auf diesem Gerät läuft. Das heißt, die Software ist nicht darauf beschränkt, dass ich ein kleines Programm schreibe, dass da unten eine Schleife läuft und nur abfragt, wenn jemand den und den Schalter schließt, dann bitte mach das Licht an oder aus. Das ist ja das Einfache. Sondern ich brauche wirklich Software, die aus Benutzersicht auch, ich sag mal, mit einem Backend oder mit einem Mobildevice kommuniziert. Das heißt, ich muss hier wirklich schauen, wie bekomme ich beispielsweise Wi-Fi zum Fliegen? Wie bekomme ich den Wi-Fi-Key auf so ein IoT-Gerät? Und deshalb habe ich jetzt auch mal bewusst hier diese Lampe genommen. Sie haben auf dieser Lampe haben Sie keinerlei Benutzerinterface. Hier gibt es keine Knöpfe oder kein Display, wo ich diese Lampe mit konfigurieren kann. Ich glaube, die Lampe liegt auch, ich glaube, VK bei einem großen Versandhändler irgendwie 2,30 Euro oder so. Das ist halt auch nicht wirklich die Welt. Das heißt, von der Inbetriebnahme, wie bekomme ich bei so einem Gerät den Key auf das Gerät, um mit Wi-Fi kommunizieren zu können? Was da beispielsweise gemacht wird, und damit kommen wir wieder zum Thema Bluetooth, und das ist jetzt aus Sicht des Entwicklers gedacht. Wie kann der Entwickler einen Wi-Fi-Key auf das Gerät bekommen, ohne dass das Gerät ein Interface hat? Und was halt die meisten wirklich machen, ist, dass ich eine Mobilfunk-App habe. Ich suche mit dieser Mobilfunk-App mein neues Device. Das heißt, wenn ich das Device zum ersten Mal in die Steckdose stecke, dann ist es im Initialmodus. Also funkt halt immer seine Bluetooth-Kenndaten und die Applikation sagt, okay, da ist ein ungepairtes Device, konnektiert sich auf das Device und dann wird halt über diese Bluetooth-Verbindung wird dann wirklich der Schlüssel übertragen. Heißt aber auch konkret auch, die beiden können kein starkes Pairing machen. Sie kennen das vielleicht von Ihrem Bluetooth-Telefon oder aus dem Auto, dass normalerweise beide Geräte zumindest eine,
eine numerische PIN anzeigen, die Sie verifizieren können. Das kann ich aber an so einer Lampe nicht machen. Das heißt, das Pairing hier ist zwar in gewisser Art und Weise verschlüsselt, sobald das Pairing steht, aber es ist halt nicht wirklich stark. Ich kann nicht hundertprozentig sicherstellen, dass es das Gerät ist, was ich habe, und umgekehrt. Aber zum initialen Einrichten reicht das. Das heißt, ich benutze wirklich Bluetooth, um diesen Wi-Fi-Schlüssel zu übertragen. Was natürlich auch heißt, dass der Schlüssel theoretisch auch abgehört werden könnte. Das ist schon mal so das Erste, was man aus der Security-Sicht sehen muss. Das Zweite, und da habe ich mich initial ein bisschen gewundert, ist, dass die meisten dieser Applikationen funktionieren nur, nachdem ich vorher einen Account eingerichtet habe. Und jetzt ist die Frage, okay, wozu muss ich, wenn ich im gleichen Netzwerk bin, im gleichen Wi-Fi wie meine Lampe, wieso muss ich dann einen Account einrichten? Eigentlich möchte ich doch nur von meinem Telefon aus, von meinem Telefon aus entsprechend auf die Lampe zugreifen. Wieso muss ich hier, einen Account in der App einrichten? Und der Account, Sie ahnen es vielleicht schon, wird in diesem Cloud-Backend eingerichtet. Auch hier das Ganze aus Entwicklersicht gedacht. Wenn ich Stand heute eine Bluetooth-Verbindung herstelle zwischen meinem Mobilfunkgerät und der Lampe, dann ist es eine direkte Point-to-Point-Verbindung. Da sind beide im gleichen Wi-Fi. Jetzt könnte man streng genommen davon ausgehen, dass ja dann auch das Mobiltelefon über Wi-Fi mit, der Lampe kommunizieren kann. Aber es gibt auch genügend Access Points da draußen, teilweise bei Default oder teilweise als extra Option, die beispielsweise gerade eben keine Kommunikation zwischen Wi-Fi-Geräten über sie erlauben. Das heißt, ich kann zwar von meinem Gerät aus über den Access Point nach draußen kommunizieren, kann aber nicht von einem Gerät über den Access Point auf das zweite Gerät zugreifen. Ist auch teilweise ein Sicherheitsfeature, speziell wenn Sie Stand heute auf Home-Routern Gastnetze haben, ist das zum Beispiel in vielen Fällen der Default. Das heißt, Gäste können zwar unbehelligt ins Internet, nachdem sie es erlaubt worden sind, können sich aber nicht untereinander sehen. Das war früher immer ganz spannend, wenn Sie mal früher irgendwie zum Café gegangen sind oder einen Coffeeshop oder einen Starbucks und Sie haben mal einen Wi-Fi-Scanner aufgemacht, haben Sie sofort alle Leute gesehen, die in diesem Starbucks sind, mit Ihrem Laptop. Das sehen Sie heute in der Regel nicht mehr oder nicht mehr so einfach, weil halt die Access Points normalerweise Verbindungen oder auch speziell Broadcast zwischen den Geräten nicht mehr von einem Gerät aufs andere weiterleiten. Das heißt, aus Entwicklersicht stellt sich jetzt das Problem, ich habe das Gerät eingerichtet, das Gerät hat einen Wi-Fi-Schlüssel, ist also im Wi-Fi und ich möchte aber sicherstellen, dass das Gerät auch konfiguriert werden kann. Ich habe aber überhaupt keinen Einfluss auf den Router. Das heißt, es kann sein, dass das Telefon 3 cm daneben ist und die beiden trotzdem nicht kommunizieren dürfen, weil der Router es nicht erlaubt. Das heißt, was jetzt hier gemacht wird, ist, dass normalerweise auf andere Kommunikationsmechanismen zugegriffen wird, beziehungsweise dass über Bande gespielt wird. Auch das eine Geschichte, die aus Security-Sicht, ich will nicht sagen fragwürdig ist, wo man aber zumindest verstehen muss, wieso das so passiert und auch sich überlegen muss, ob man das Ganze entsprechend adressieren kann. Weil Kommunikation im Wi-Fi, ich habe es hier genannt, LAN ist hard, Kommunikation im Wi-Fi ist hard. Sie können nicht davon ausgehen, dass Sie andere Geräte sehen. Das heißt, Sie können nicht davon ausgehen, dass das Telefon, mit dem Sie initial konfiguriert worden sind, immer die gleiche IP-Adresse hat. Sie können nicht davon ausgehen, dass die Lampe darf nicht davon ausgehen, dass sie immer wieder die gleiche IP-Adresse bekommt. Das heißt, Sie müssen Mechanismen haben, um Geräte aufzufinden. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ist doch relativ einfach. Wir haben Mechanismen wie UPnP, wir haben Mechanismen wie Multicast DNS oder DNS Service Discovery. Ja, aber das setzt voraus, dass auch die Geräte untereinander kommunizieren dürfen, also von der Wi-Fi-Infrastruktur her. Ganz zu schweigen davon, dass einige von uns, und da möchte ich mich nicht ausschließen, auch Firewalls, also Layer-2-Firewalls zwischen ihren WLAN-Clients haben. Ich gebe zu, ich bin also ein bisschen paranoid. Ist leider mein Fehler, fast. Aber aus Entwicklersicht habe ich jetzt das Problem, ich habe hier eine Lampe, nochmal die Lampe, und ich kann nicht sicherstellen, dass die Lampe mit dem Gerät 3 cm daneben kommunizieren kann. Das heißt aber, um dem Kunden den wahrgenommenen Mehrwert, den Nutzen bereitstellen zu können, muss ja das Mobilgerät irgendwie diese Lampe schalten können. Sich darauf zu verlassen, dass das Ganze im lokalen LAN funktioniert, kann ich nicht. Und jetzt speziell bei der Lampe ist es wahrscheinlich eher unüblich, dass jemand,
aus dem Büro versucht, die Lampe zu Hause ein- und auszuschalten. Aber wenn wir mal etwas komplexere, ich sag mal, Geräte nehmen, Thermostate, Sonnenverschattung, wo wir gerade bei dem Thema waren, wie gesagt, Heizung, Warmwasser, allgemein Smart Home, Alarmanlagen, bildübertragende Geräte, solche Sachen, das sind ja vielleicht schon Dinge, die ich auch von meinem Mobilfunkgerät remote checken möchte. Das heißt, A, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass lokale Kommunikation im Wi-Fi funktioniert, und B, ist es einfach nicht ausreichend. Das heißt, aus Entwicklersicht, um jetzt dem Kunden den Mehrwert bereitzustellen, was mache ich? Was kann ich tun? Und eine der Möglichkeiten ist, über Bande zu spielen. Das heißt, die Geräte kommunizieren nicht untereinander direkt, sondern sie kommunizieren über einen zentralen Service. Ich will nicht sagen einen Server, aber einen zentralen Service. Was sich dort Stand heute so als ich sag mal, Standard rauskristallisiert hat, sind verschiedene Pub-Sub-Verfahren, also Publish-Subscribe-Verfahren. Publish-Subscribe, für diejenigen von Ihnen, die es vielleicht noch nicht gesehen oder gehört haben, auch von der Entwicklung her, sind im Grunde einfach Dienste, wo ich mich auf ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Channel subscriben kann. Das heißt, ich subscribe mich beispielsweise auf den Channel IoT-Gerät 4711, ganz blödes Beispiel. Und sobald sich der Status von dem Gerät ändert, sendet halt das Gerät selber ein Update zu dem Channel und sagt, okay, ich habe mich geupdatet, und alle Subscriber, die dann, ich sag mal, sich auf diesem Channel subscribed haben, bekommen das Update auch automatisch mitgeteilt. Das heißt, du musst halt nicht die ganze Zeit pollen und schauen, hat sich was geändert, sondern in dem Moment, wenn sich was geändert hat, bekomme ich halt eine Nachricht. Je nachdem, was Sie lesen, können Sie das vielleicht auch sehen als sogenanntes Hollywood Principle. Don't call us, we call you. Das heißt, man muss nicht dauernd nachfragen, man wird halt informiert, wenn sich was ändert. Aus Entwicklersicht gibt es heute mehrere Möglichkeiten, sowas wie PubSub, zu betreiben, also als Service. Ich denke mal, das bekannteste heutzutage, und ich vermute sogar, dass das am weitesten oder verbreitetste ist MQTT. MQTT ist ein ganz klassisches, hochskalierbares Pub-Sub-Konzept-Service-Server, wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt, dort kann ich mich wirklich auf einen hierarchischen Baum von Topics, also von Themen, subscriben und bekomme dann entsprechend automatisch die Updates mitgeteilt. Heißt im einfachsten Fall, wenn ich von meinem Mobilfunkgerät meine Lampe ändern möchte, dann habe ich auf meinem Mobilfunkgerät die App, schalte am Mobilfunkgerät das Licht ein, und was im Hintergrund passiert ist, dass das Mobilfunkgerät weiß es, wer ich bin. Sie merken, da kommt wieder der Account zum Tragen. Es weiß, welche Geräte in meinem Account registriert sind. Der nächste Punkt. Das heißt, es schickt halt eine Nachricht an den entsprechenden Kanal auf dem Pub-Sub-Server, sagt, okay, der Udo möchte jetzt das Licht 100% in hellrot haben. Und das IoT-Gerät selber, das ist ein Subscriber auf diesem Channel. Das heißt, sobald ich halt was in diesem Channel ändere, bekommt das die Nachricht mitgeteilt, okay, der Udo hat jetzt geändert, bitte 100% hellrot. Und dann würde das Gerät entsprechend, die roten LEDs einschalten. Das heißt, ich spiele hier wirklich über Bande, habe aber damit eine ganze Reihe von Problemen, komplett erschlagen. Ich habe keine Abhängigkeit mehr oder keine Probleme mehr, was lokale Kommunikation angeht. Es funktioniert 1:1 genauso remote. Ich kann diese Protokolle auch verschlüsseln, also sowohl Transportverschlüsselung, die Payload kann ich immer verschlüsseln, andere Geschichte. Das heißt, ich habe auf einmal habe ich diese beiden Komponenten, Steuerung über die App und Gerät, habe ich komplett entkoppelt. Es ist völlig egal, wo die sind. Es funktioniert einfach. Sobald ich nach draußen kommunizieren kann, sobald ich, auf den Pub-Sub-Server komme, kann ich auch das Gerät verwalten. Es gibt noch so ein paar andere Methoden, das zu machen. Also MQTT ist die bekannteste. Sie könnten vielleicht Stand heute auch über CoAP stolpern. CoAP, vereinfacht gesagt, ist ein Protokoll ähnlich wie HTTP, das heißt, auch so ein Request-Response-Modell, aber es gibt keine festgelegten Client-Server-Rollen, das heißt, der Client kann senden an den Server und umgekehrt. Und Sie können das teilweise auch über UDP fahren, das heißt, speziell, wenn Sie sehr, sehr viele, sehr kleine Payloads haben, die halt regelmäßig kommen,
kann ich das in manchen Fällen über CoAP effizienter machen als über MQTT. Was anderes, was Sie vielleicht sehen können, je nachdem, wie der Entwickler entscheidet, das zu implementieren, sind WebSockets, also HTTP-WebSockets. HTTP-WebSockets, der Name sagt es, setzt auf HTTP und HTTPS auf und bildet im Grunde genommen eine zusätzliche Schicht über HTTP, mit der ich dann bidirektional Payloads senden kann. Das heißt, sowohl der Server kann an den Client senden, als auch der Client an den Server. Das ist halt kein klassisches, ich sag mal, Request-Response mehr, sondern beide können asynchron Nachrichten hin und her schicken. Und auch damit kann ich sowas wie so ein Pub-Sub-Modell abbilden. Oder wenn es denn gar nicht gehen, wenn es gar nicht anders geht, geht es streng genommen auch mit dem HTTP-Long-Poll. Das heißt, ich mache einfach eine HTTP-Verbindung auf, halte die auf beiden Seiten offen und der Server schickt immer mal wieder einen Keep-Alive oder immer mal wieder eine Message rüber. Das heißt, damit kann ich hier dieses Pub-Sub-Modell abbilden. Was einem nur klar sein muss hier ist, und das, damit komme ich jetzt wieder zu einem Security-Punkt, ich bleibe mal bei MQTT, die Lampe macht jetzt eine MQTT-Session zu dem Server auf. Das heißt, der Verbindungsaufbau findet von der Lampe Richtung Internet, Richtung Server statt. Das ist etwas, was beispielsweise normale Home-Router auch erlauben würden. Was ja auch im Sinne der Entwickler ist oder des Services ist, ich möchte ja, dass Lampe funktioniert. So, das heißt, der Verbindungsaufbau ist von der Lampe Richtung Internet. Aber wenn wir über Pub-Sub sprechen, sprechen wir, oder auch über WebSockets, sprechen wir immer über eine Verbindung, die, wenn sie, sobald sie steht, in beide Richtungen Daten übertragen kann. Das heißt, ich bin in der Lage, obwohl die Verbindung von innen aufgebaut wurde, zu dem Server, streng genommen auch vom Server Informationen oder Kommandos zurück an die Lampe zu schicken, was ja auch Sinn der Sache ist. Was aber aus Security-Sicht natürlich so ein bisschen diesem Gedanken einer Einwegstraße, einer Firewall oder des Verbindungsaufbaus von innen ein wenig, ist immer zuwider ist. Das heißt, aus Security-Sicht sagen wir uns natürlich, hey, Moment mal, es ist ja schön, wenn die Verbindung von innen nach außen aufgebaut wird, aber wenn ich jetzt zum Server kommunizieren kann, kann der Server in dem Moment genauso gut zu mir kommunizieren. Das will ich aber vielleicht nicht, weil ich auch keine Kontrolle darüber habe, was der Server zurückschickt. Um Ihnen mal ganz ein konkretes Beispiel zu geben, wenn Sie Stand heute so eine Lampe haben, dann ist eines der Kommandos, die Lampe bekommt, ist das Kommando zum Firmware-Update. Das ist beispielsweise etwas, was bei Tuya eingebaut ist, sofern Sie es nicht manuell mit viel Aufwand abschalten, was ich kaum empfehlen würde. Also Sie heißt Sie als Hersteller so eines Gerätes. Das heißt, Firmware-Updates werden automatisch aus der Cloud auf die Geräte aufgespielt. Was jetzt im Grunde genommen passiert ist, die Lampe meldet sich bei dem MQTT-Server an und meldet sich unter anderem auf einem Channel, auf einem Topic an für Firmware-Updates. Und wenn ein neues Firmware-Update verfügbar ist, dann gibt es eine Nachricht in diesem Channel und diese Nachricht sagt nur, es gibt eine neue Firmware, Version, keine Ahnung, 0815 und die Firmware selber wird nicht über MQTT übertragen, dafür ist MQTT nicht gedacht, sondern die Nachricht enthält halt die Firmware Version, einen kryptografischen Hash und enthält einfach einen HTTP oder HTTPS-Link. Das heißt, die Lampe bekommt über MQTT die Info, es gibt eine neue Firmware, lädt sich dann über HTTP die Firmware von einem anderen Server runter und updatet sich selber. Ist natürlich aus Verfügbarkeitssicht, aus Update-Sicht, ist das ein perfektes Szenario. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass meine Lampen immer automatisch auf dem aktuellen Stand sind. Heißt auch, dass ich im Grunde genommen kein Problem damit habe, weil die Updates über HTTP runtergeladen werden und trotzdem über einen zweiten Channel MQTT authentifiziert werden können, Stichwort kryptografischer Hash. Heißt aber natürlich aus Security-Sicht, jetzt bin ich wieder der Grenzparanoide, ich habe ein Device in meinem Netzwerk, in welchem auch immer, sprechen wir gleich drüber, das von außen oder zumindest die Option hat, von außen mit Firmware betankt zu werden. Das ist auf der einen Seite sehr, 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 sehr gut, weil halt dadurch Lücken, die eventuell auftauchen, schnell geschlossen werden können. Heißt aber auch, dass ich eigentlich keine Kontrolle darüber habe, was auf diesem Gerät wirklich läuft. Und das kann in manchen Umgebungen einfach ein Problem sein. Aus Sicht des Entwicklers, und jetzt mache ich mal die grenzparanoide Seite mal ein bisschen weg, aus Sicht des Entwicklers gibt es fast keine andere Möglichkeit, das zu tun. Wenn ich automatische Firmware-Updates anbieten möchte, dann muss ich das Ganze irgendwie machen. Das heißt, ich muss hier eine Balance finden zwischen Funktionalität für den normalen Benutzer auf der einen Seite und einer gewissen Adressierung von uns Security-Paranoiden
Und by the way, paranoid heißt ja nicht, dass keiner hinter uns her ist, aber trotzdem muss ich halt irgendwie eine Abwägung machen. Und in vielen Fällen, wenn die Abwägung stattfindet, das sage ich mit Ironietext, wenn die Abwägung stattfindet, dann muss man fairerweise sagen auch wir aus der Security-Sicht in vielen Fällen, ja, es ist eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig, zeitnah Updates und Patches einzuspielen. Und wenn es nur so geht, ja, dann muss ich halt schauen, dass ich, wenn es mir nicht gefällt, das irgendwie mitigiere. Aber letztendlich die Entscheidung, defaultmäßig Updates automatisch zu pushen, ist eine gute. Ob man damit im Einzelfall leben kann, andere Frage. Aber aus Entwicklersicht ist eigentlich das the way to go. Ich habe auf der einen Seite mit diesen Pub-Sub-Servern die Möglichkeit einer bidirektionalen Kommunikation, ohne dass ich halt langwierig den Nutzer davon überzeugen muss, auf seinem Router Ports aufzumachen und Port-Forwarding und vielleicht IPv6 zu IPv4-Matching und DynDNS und was nicht noch alles. Nein, der Benutzer muss eigentlich nur noch, muss seinem Gerät nur erlauben, nach draußen zu kommunizieren. Sobald es nach draußen kommunizieren kann, geht es an seinen Pub-Sub-Server und von da an ist die Kommunikation bidirektional. Aus Entwicklersicht gesagt. Das heißt, wenn wir jetzt über diese Mobil-App sprechen, haben wir auf der einen Seite, ich sag mal, einen Pub-Sub-Client in der Lampe. Wir haben einen Pub-Sub-Client in der mobilen App. Die sprechen natürlich mit einem entsprechenden Server. Der Server muss öffentlich erreichbar sein. Öffentlich erreichbar heißt jetzt nicht, dass es ein öffentlicher Server sein muss. Das heißt, wenn ich sowas heute vernünftig aufsetze, betreibe ich meine eigene Pub-Sub-Infrastruktur auf meinen eigenen Servern, in meinem eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud und benutze nicht irgendwelche, ich sag mal, MQTT-Server, die ich auf irgendwelchen dubiosen Webseiten gefunden habe, so als, ich nenne es Entwicklungs- oder Playground-Server. Was leider häufig genug passiert, wenn Sie mal ein bisschen, ich wollte gerade sagen, Spaß haben wollen, wenn Sie mal ein bisschen schockiert sein wollen, laden Sie sich mal einen MQTT-Client runter, gibt es auch Sachen Web, und geben Sie mal einige dieser öffentlichen MQTT-Server ein. Und Sie werden sehen, MQTT-Server ist sehr, sehr gesprächsfreudig. Der sagt Ihnen genau, ich habe diese 80.000 Channels oder diese 80.000 Topics. Und dort werden teilweise Sachen übertragen, die in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben. Das heißt, Sie werden teilweise wirklich Sensordaten von Maschinen finden. Wir haben dazu mal ein Research gemacht als Trend Micro. Sie finden teilweise Alarmierungsinformationen für Rettungswagen und für Feuerwehren. Das heißt, da hat jemand wohl, mein Verdacht, hat jemand angefangen, gegen MQTT zu entwickeln, was ja an sich nicht verkehrt ist, und hat initial nicht die Serverinfrastruktur aufgesetzt, sondern gesagt, wir machen halt unseren Prototypen gegen einen öffentlichen Spielserver, ich sag's mal so, und Sie kennen das vielleicht, diese Hobbyprojekte wandern irgendwann, ohne dass man es möchte, in Produktion und der Spielserver wird halt niemals ersetzt. Und schon haben sie kritische Produktionsdaten, die über öffentliche Server übertragen werden. Das soll natürlich hier nicht der Fall sein. Das heißt, der Server, den ich hier benutze, soll zwar öffentlich erreichbar sein, soll aber nicht, soll kein öffentlicher Spiel, also kein Playground-Server sein. Das heißt, dort entsprechend mit Authentifizierung, mit Autorisierung entsprechend. Wenn Sie aus Entwicklersicht, hat das den riesen Vorteil, wiederhole mich, dass Sie nur ausgehende Verbindungen haben. Sie müssen sich mit lokaler Kommunikation keine Sorgen machen. Sie müssen nicht schauen, dass ich irgendwelche Löcher durch den Wi-Fi-Access-Point bohre oder durch die Firewall oder dass ich dann vielleicht doch meine DNS-Service-Discovery durchbekomme. Nein, sobald ich rauskomme ins Internet, kann ich meine Funktionalität bereitstellen und letztendlich auch als einer der wichtigsten Features damit auch meine FOTA, also Firmware over the Air. Sie merken schon, das ganze IoT-Zeug hat seine eigene Abkürzung, auch damit einfach bereitstellen. Das heißt, ich bekomme die Information, dass ein Firmware-Update verfügbar ist, über MQTT und den Download selber mache ich dann beispielsweise über Ich bekomme über MQTT die Information, es gibt ein Update, ich bekomme vielleicht noch die Information, das ist der SHA-256-Hash, das ist der Dateiname, das sind vielleicht Release-Notes, wenn sie entsprechend kurz sind. Das kann man vielleicht sogar in der App anzeigen oder in einem Interface anzeigen, aber der eigentliche Bulk-Download der Firmware, der große Bereich, das ist etwas, was man dann beispielsweise über HTTP macht. Wie gesagt, aus Entwicklersicht kann ich das nachvollziehen. Es hat natürlich Security-Implikationen, über die wir gleich sprechen werden. Was uns letztendlich auch zum Backend führt, wenn wir heutzutage über IoT sprechen, die meisten denken erstmal nur an das Gerät selber. Das heißt, wenn ich mir eine smarte Glühbirne kaufe, oder eine smarte LED-Lampe, ja, dann ist für mich als Kunde, das da ist ja IoT. Aber Sie ahnen es vielleicht schon von dem, was wir jetzt gerade die ganze Zeit diskutiert haben, oder? Was ich hier im Monolog von mir gegeben habe,
Das ist nur ein ganz kleiner Teil der Gesamtlösung. Ein großer Teil der Wertschöpfung, ein großer Teil der Funktionalität, der Intelligenz ist ja nicht in dem Device selber drin. Ein großer der Funktionalität oder der Wertschöpfung ist ja das Backend. Und wenn wir jetzt als Beispiel über Tuya sprechen, dann ist dieses Backend, liefert ja nicht nur einfach nur ein MQTT-Server. Nein, Tuya liefert ja das Ganze komplett mandantenfähig, komplett White-Labeling-fähig, mit entsprechenden Updates, mit entsprechenden Einstellungen, entsprechenden APIs. Das heißt, das Backend, wenn ich das mir nicht als Service irgendwo einkaufe, muss ich das Backend selber ja auch schreiben. Wir sprechen ja nicht über eine einfache Webseite mit 3, 4, 5 Formularen. Nein, wir sprechen hier über ein Backend, das auf der einen Seite hochskalierbar sein muss. Stellen Sie sich mal vor, Sie verkaufen, ich sag mal, smarte LED-Lampen und die Leute rennen in die Bude ein, kaufen noch von 3 Millionen. Dann kann es nicht sein, dass das Backend 100.000 verwalten kann, weil sie es nie anders geprüft haben, weil sie es nie anders konzipiert haben. Nein, das Backend muss von vornherein richtig hochskalierbar sein, was an sich schon eine Herausforderung ist. Es muss im Zweifelsfall mandantenfähig sein. Sie müssen sicherstellen, dass keine Daten von A nach B wandern, die nicht von A nach B wandern sollen. Je nachdem, was für IoT-Geräte haben sie vielleicht auch DSGVO, ich sag mal, Einschränkungen. Das heißt, das Backend selber, wir sprechen hier über einen, ich sag mal, IoT-Plattformbetrieb, der gelernt werden möchte, der richtig komplex und richtig schwer ist. Nicht unmöglich, und Sie bekommen auch teilweise IoT-Plattformen als Open Source, also bestehend aus diversen, ich sag mal, Docker- und Kubernetes-Images, die entsprechend zusammenstecken müssen und dann schauen, dass es entsprechend funktioniert. Aber das ist halt nichts, was man mal eben schnell auf die Schnelle macht, sondern wir sprechen hier wirklich über ein hochkomplexes Backend. Auch etwas, was ich natürlich aus Security-Sicht, aus Betriebssicht betreiben muss als Entwickler und aus Security-Sicht sicher betreiben muss. Das heißt, wir sprechen, wie gesagt, über verschiedenste Funktionalitäten, wir sprechen über Device-Management. Also wenn Sie Zertifikate auf den Geräten haben, wie erstelle ich die Zertifikate, wie verteile ich die Zertifikate, wie mache ich Identity-Management, wie mache ich Access-Management. Das heißt, das ist wirklich ein ganz großer Teil. Wie mache ich die Kommunikation zu anderen externen Services, Stichwort Alexa oder Google oder Apple, also Siri. Weil es ist ja normalerweise nicht so, dass das IoT-Gerät selber mit, ich sag mal, dem Amazon Echo spricht, der 3 Millimeter weiter steht oder der direkt darüber steht, sondern das geht auch wieder über Bande. Das heißt, die Kommunikation in die Voice-Assistenten ist normalerweise auch im Backend. Das heißt, das muss ich einrichten. Ich muss im Zweifelsfall APIs bereitstellen. Das heißt, gerade wenn ich größere Kunden habe, die ihre Lichtinstallation, nicht nur über das Mobiltelefon des Chefs regeln wollen, sondern vielleicht über eine Gebäudesteuerung, dann muss ich dort auch entsprechend APIs bereitstellen. Das heißt, das ist nichts, was man mal eben schnell macht. Und etwas, das, wenn ich es verkehrt und schludrig mache, natürlich auch entsprechend massive Sicherheitslücken enthalten kann. Das heißt, auch aus Entwicklersicht die Frage, wie adressiere ich das? Was mich zum letzten Punkt bringt, Cybersecurity. Dieses ganze Konzept, dieses ganze Konstrukt muss natürlich auch sicher sein. Und ich schaffe es natürlich nicht, von vornherein alle Sicherheitslücken zu vermeiden. Das ist eine Lektion, die wir aus der Softwareentwicklung gelernt haben. Das heißt, dieser ganze Rattenschwanz an Firmware-Updates over the air, an Patches, an das Tracking, welche Geräte sind denn jetzt wirklich verwundbar, wie viele davon sind draußen, was ist das für ein Risiko, das muss ich ja alles wirklich machen. Das heißt, der ganze Bereich Security kommt natürlich auch nochmal dazu, als etwas, worum ich mich kümmern muss, wenn ich so ein IoT-Gerät anbieten möchte. Und jetzt muss man sich natürlich als Hersteller von IoT-Geräten fragen, möchte ich dieses gesamte administrative Backend, also die gesamte Verwaltung, das Aufsetzen, möchte ich das wirklich selber machen? Ist eine valide Option, bitte nicht falsch verstehen. Für manche Geräte auch keine andere Wahl. Aber ist das wirklich etwas, wo ich als Hersteller meine Wertschöpfung drin sehe? Oder sehe ich als Hersteller meine Wertschöpfung darin, ein gutes Device anzubieten, aber den Rest dessen, was ich brauche, nämlich den Mikrocontroller, die Kommunikation, die Libraries, das Backend, das kaufe ich mir halt irgendwo ein. Und egal, wie ich es mache, ich habe jetzt hier mal wieder die Smart Weather oder das smarte Wetterstation aufgezeichnet, egal, wie ich es mache, Entwickler werden in vielen Fällen gleiche Lösungen für gleiche Probleme finden. Und das, was ich jetzt hier an Security-Problematiken aufgezeigt habe, sind in vielen Fällen Dinge, die sich zumindest unter der Voraussetzung, dass es einfach zu nutzen, einfach einzurichten sein soll, in vielen Fällen gar nicht anders lösen lassen. Das heißt, ich möchte jetzt diese ganzen IT-Plattformhersteller nicht entschuldigen. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir als IT-Security-Paranoide falsch liegen, aber die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das heißt, wir müssen schauen, ja, wie ist denn jetzt wirklich das Risiko, wenn wir jetzt bei Bluetooth bleiben,
Wie ist denn das Risiko, dass die Geräte an sich mit einem schwachen Pairing arbeiten? Sie übertragen ihr Wi-Fi-Passwort. Ja, ist natürlich nicht so schön. Aber dieser Angriff funktioniert halt nur, solange das Device entweder in seinem initialen Modus ist. Das heißt, nur dann nimmt es per Bluetooth das Passwort an. Und das Passwort an sich wird halt genau nur einmal übertragen. Das heißt, der Angreifer müsste genau in diesem Moment die Bluetooth-Kommunikation abhören, um an das Wi-Fi-Passwort zu kommen. Wie hoch ist das Risiko, dass das passiert, und wie hoch ist der Schaden, wenn das passiert? Muss man sich auch überlegen. Die Tatsache, dass das Wi-Fi-Passwort im Gerät ist, heißt unter anderem eventuell auch, wenn das teilweise machen die Geräte, nicht bei allen Plattformen, aber teilweise machen die Geräte das, machen komplette Backups in die Cloud. Die Frage ist, ist dann in dem Backup das Wi-Fi-Passwort drin? Das heißt, hat eventuell ein Dritter ihr Wi-Fi-Passwort? Auch hier die Frage, es ist nicht an sich nicht per se gut oder böse, es ist nur die Frage, wie hoch ist das Risiko und was kann passieren? Wenn wir über die Kommunikation über Bande sprechen, also Richtung PubSub, wie groß ist für Sie das Risiko, wie groß allgemein ist das Risiko, dass jemand von außen etwas auf das Gerät aufspielt, was Sie nicht wollen, was Sie vielleicht auch gar nicht unterbinden können? Und was sind eventuelle, Schadensvorfälle, was sind eventuelle Angriffsmöglichkeiten, die sich dadurch ergeben? Auch hier nicht per se gut oder böse, aber die Frage, was kann ich da wirklich machen? Oder wie kann ich dem entgehen? Was kann ich dagegen machen? Aus Entwicklersicht gesehen, wie gesagt, ist vieles von dem, was wir aus Security-Sicht sagen, schlechtes Bauchgefühl, ist erklärbar. Das heißt nicht, dass es jetzt der einzig mögliche Weg ist, aber es ist in vielen Fällen ein Weg, der effizient ist aus Bereitstellungssicht des Dienstes. Und wir müssen uns überlegen, was machen wir da? Jetzt kommt der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Wenn man sich viele dieser IoT-Plattformen anschaut, ich habe am Anfang Tuya genannt, weil Tuya einfach sehr, sehr, sehr groß ist. Und einiges von dem, was jetzt auch besprochen wurde, Stichwort Co-App und so, macht Tuya beispielsweise gar nicht. Aber die Plattformen an sich unterscheiden sich nicht alle wirklich. Also die kochen alle nur mit Wasser. Die haben im Grunde genommen die gleichen Ansatz gefunden, um Probleme zu lösen. Das heißt, im Großen und Ganzen sind wir Stand heute in einem Universum aus Sicherheitssicht, wo viele dieser Geräte doch sehr, sehr ähnlich agieren auf Netzwerksicht. Und die Frage ist, wie kann ich das Ganze adressieren. Jetzt die großen Plattformen davon zu überzeugen, es komplett anders zu machen und komplett zugenagelt und sicher, ich glaube, das können wir einfach mal glatt vergessen, ganz ehrlich. Das heißt, die Frage ist jetzt aus Sicherheitssicht, wie kann ich damit umgehen im Sinne von, was kann ich dagegen tun? Wie kann ich das Ganze absichern? Kann ich es überhaupt absichern? Und wenn wir uns jetzt als Beispiel Tuya mal anschauen, ich komme nochmal zurück zu dem Beispiel, was ich eingangs genannt hatte, letzte Woche ging es durch die Presse, ein SDK für Kameras hat eine Sicherheitslücke, und jeder Hersteller, der dieses SDK benutzt hat, hat dann diese Sicherheitslücke auch gehabt. Ja, aber als Hersteller des SDKs kann ich im Grunde genommen erstmal wenig machen. Ich kann ein neues SDK rausbringen, aber ich kann nicht sicherstellen, dass der Hersteller das SDK auch wirklich einsetzt, und ich habe überhaupt keine Kontrolle darüber, ob der Hersteller, der mein SDK gekauft hat, selbst wenn eine neue Firma bereitstellt, er diese Firma überhaupt auf die Geräte aufspielt oder ob es überhaupt einen Mechanismus gibt, die Firma auf die Geräte drauf zu pushen oder ob der Hersteller darauf wartet, dass die Benutzer sich immer mal wieder ein neues Update holen. Während beispielsweise bei Tuya sind Sachen wie Firma-Updates over the air sind einfach Standard. Da muss ich mich schon sehr stark, ich sag mal, bemühen, um diese Funktion auszuschalten. Also hat alles zwei Seiten. Das heißt, aus Tuya-Sicht gesehen, jetzt sprechen wir ein wenig über die Plattform, wie gesagt, das ist für andere Kunden ähnlich oder für andere Plattformen ähnlich. Sie als Hersteller, also als Kunde von Tuya, Sie kümmern sich im Grunde genommen nur um alles, was nach dem Mikrocontroller passiert. Das heißt, Sie kümmern sich um die Hardware, Sie kümmern sich vielleicht um die Verpackung, um das Design, um die Funktionalität, die der Controller ansteuert. Aber alles andere, also die Kommunikation des Controllers zur Cloud, Firmware-Updates, das Einrichten in der Mobil-App, das Steuern über die Mobil-App ist alles etwas, was ihnen abgenommen wird, was Tuya in sehr großem Maßstab macht. Also die machen einen echt extrem großen IoT-Betrieb. Das heißt, die kennen ihr Zeug, haben Erfahrung damit. Erfahrung heißt, dass man in aller Regel auch Fehler, die man vielleicht mal gemacht hat, nicht zweimal macht. Das heißt, auch die Betriebserfahrung spielt hier rein. Das heißt, auch hier wieder die Frage, macht es Sinn aus, ich bin jetzt mal etwas böse, aus falsch verstandener Security-Paranoia alles selber machen zu wollen? Und schaffe ich damit den gleichen, ich sag mal, Level an Security, das mir so ein Provider out of the box bietet?
Und ich unter uns gesagt, für mich ist in vielen Fällen die Antwort nein. Wenn ich natürlich die Ressourcen habe, wenn ich hochkritische IoT-Devices habe, die ich selber baue, die ich deploye, wo Security ein absolutes Maßkriterium ist, ja, dann habe ich eventuell auch das Budget, das komplett selber zu machen und absolut sicher zu machen. Aber letztendlich für einen Großteil der Geräte, ich sag mal, ist das vielleicht an sich schon mal gar nicht schlecht. Das heißt, wir müssen uns aus Security-Sicht vielleicht eher die Frage stellen, wie kann ich das Restrisiko, das wir wahrnehmen, aus Security-Sicht vielleicht sogar noch mindern und adressieren. Das heißt, jetzt aus Sicherheitsgesicht gesehen, muss man fairerweise sagen, können wir auf der einen Seite die Geräte beispielsweise, ich sag mal, jetzt muss ich mal einen Schritt zurückgehen, kann ich das Gerät nicht in meinem öffentlichen Wi-Fi einsetzen. Das würde ich eh jedem nur empfehlen. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Das heißt, solche Geräte haben in ihrem Produktiv-Wi-Fi nichts geplant, haben in einem Produktiv-Wi-Fi nichts zu suchen. Das gehört in ein Gasnetz oder in ein IoT-Netz. Damit ergeben sich viele dieser Problematiken auch gar nicht mehr. Und wenn es wirklich gar nicht anders geht, das ist jetzt so das Bonmot am Ende, gibt es beispielsweise die Möglichkeit, Geräte durch Sicherheitslücken unsicherer zu machen. Für diejenigen von Ihnen, die mal speziell bei diesen Tree-Devices unterwegs sind, gibt es beispielsweise Tasmota. Tasmota ist eine Open-Source-Firmware für viele IoT-Geräte, die sich beispielsweise auf viele dieser Tuya-Geräte aufspielen lässt durch eine Sicherheitslücke in alter Tuya-Firmware. Das heißt, Sie können dann Ihren eigenen MQTT-Server betreiben, Sie können die Geräte komplett lokal verwalten, aber damit kann ich halt dann das Gerät auch betreiben, ohne dass es an der normalen Tuya-Cloud hängt. Das heißt, ich kann durch eine Unsicherheit in dem Client oder in der Software das Ganze zumindest aus meiner Sicht sicherer machen, aber damit sind natürlich auch Sie für den Betrieb zuständig. Heißt zusammengefasst, wenn wir über Tuya sprechen, Tuya ist eine IoT-as-a-Service-Plattform, so wie viele andere auch. Es passiert sehr viel an Security im Hintergrund. Das heißt, gerade was Updates angeht, was Autorisierung angeht, was Access Management angeht, was Zertifikate angeht, das nehmen Ihnen diese Plattformen ab. Trotzdem haben Sie dieses Bauchgefühl in vielen Fällen, dass die Devices nach Hause telefonieren, etwas, was Sie nicht kontrollieren können. Das heißt, da ganz klar der Hinweis, wenn das ein Problem ist, und aus meiner Sicht ist es ein Problem, dann betreiben Sie solche Geräte bitte nicht in Ihrem normalen Produktiv-Wi-Fi-Netz, sondern setzen halt ein dediziertes IoT-Netz auf oder ein dediziertes Gastnetz meinetwegen und binden dann die Geräte darin ein. Dass die Geräte im Gastnetz sind, hat keinen Nachteil mit der Kommunikation Handy als Beispiel. Das heißt, obwohl das Handy in Ihrem normalen Wi-Fi-Netz ist, kann es trotzdem die Lampe schalten, die im Gastnetz drin ist, weil es halt immer über Bande läuft, die Kommunikation. Und dieses, ich sag mal, nach Hause telefonieren, habe ich es mal bewusst etwas ketzerisch formuliert, ist in vielen Fällen einfach den Umständen geschuldet. Das heißt, hier würde ich auch einfach bitten, aus Security-Sicht nicht absolute Maßstäbe anzulegen, sondern einfach mal zu überlegen, ja, wieso ist es denn so, wieso sind denn die Dinge so konfiguriert, wie sie konfiguriert worden sind. In vielen Fällen sind das Designentscheidungen, die gar nicht anders machbar waren, ohne extrem viel Aufwand. Heißt nicht, dass man die Geräte jetzt, wie gesagt, bedenkenlos einfach in jedes Wi-Fi hängen kann, aber mit einem verantwortungsvollen, das mal reinhängen in IoT-Netze oder in Gasnetze, glaube ich, kommen wir schon sehr, 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 sehr viel weiter. Das heißt, auf jeden Fall eigenes IoT-Netz, auf jeden Fall eigenes Gasnetz. Und dann kann man sowas auch einigermaßen sicher betreiben und einfach die Vorteile entsprechend nutzen. Sie haben immer noch die Option, das selber zu betreiben. Das war das Letzte. Das war das mit Tasmota. Das heißt, Sie können eigene Firmware aufspielen, wobei Sie dann auch komplett selber für den Betrieb zuständig sind. Ist die Frage, ob man das selber sicher betreiben kann, gerade im großen Maßstab. Aber das ist eine Frage, die man aus der Risikobeurteilung einfach machen muss. Und damit sind wir letztendlich auch am Ende. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass wir dieses Mal ein bisschen vom Thema, von diesem reinen Security-Thema abgewichen sind. Aber wie gesagt, das Feedback, was wir bekommen haben, war, hey, können wir ein bisschen über diese IoT-Geräte sprechen? Wieso sind die denn so unsicher und an und dran? Und in vielen Fällen sind das wirklich Designentscheidungen. Ich meine, einige IoT-Geräte, gerade viele gefrickelte, ich rede jetzt nicht von Tuya, sind wirklich Kraut und Rüben. Wenn man sich so die Hersteller von, wenn man sich die großen Hersteller anschaut, und viele davon sind auch Tuya rebranded, die machen schon einen guten Job. Und das, was übrig bleibt, dieses Nachhause-Telefonieren, das Bluetooth-Pairing, ja, das ist halt in vielen Fällen wirklich den Umständen geschuldet. Wie gesagt, ich hoffe, Sie nehmen mir nicht übel, dass wir ein bisschen abgeschweift sind, ein bisschen auch die Entwicklersicht aufgesetzt haben, wieso das denn so ist, wie es ist, dass man es einfach ein bisschen besser versteht. Ich hoffe, das war für Sie soweit interessant. Ich hoffe, es war was für dabei. Ich sehe gerade den sanften Hinweis, dass ich massiv überzogen habe. Ich hatte irgendwie im Kopf eine Stunde, aber
Katja, du hast recht, wir haben 45 Minuten gesagt. Ich hoffe, dass es nicht zu langwierig für Sie war. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Feedback haben, bitte immer gerne ich sag mal, auf die Mail antworten oder an meine E-Mail-Adresse. Und auch wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Feedback haben und sagen, das Thema interessiert mich, wie gesagt, bitte Feedback, auf jeden Fall super interessant, weil das uns auch hilft, auf Themen einzugehen, die für Sie interessant sind. Die Option besteht natürlich immer, dass wir über Trendprodukte und Marketing sprechen. Wenn Sie das wollen, bitte auch Feedback, können wir auch. Aber ansonsten bin ich natürlich auch froh, wenn wir Themen haben, wo Sie einfach allgemein in diesem IoT-Thema Interesse haben, dass wir dann einfach darauf eingehen. Insofern freue ich mich darauf, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es war was für Sie dabei. Der Vortrag dürfte demnächst gleich oder dürfte als Recording verfügbar sein und zugeschickt werden. Ansonsten, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf mich zu. Genießen Sie noch den, ich sehe gerade, warmen Tag draußen. Ich werde es nicht tun, weil dann werde ich nämlich krebsrot. Und wünsche noch einen schönen Resttag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.